Idealism prevails. Make the world a better place. Zum Kitchen Talk bei Idealism Prevails darf ich heute Katja Meyer begrüßen. Hallo. Katja, du hast Physik, Astronomie, Philosophie und Soziologie studiert. Das Zentrum des Ganzen ist die Wissenschaftsforschung. Du hast sozusagen eine naturwissenschaftliche und eine geisteswissenschaftliche Hirnhälfte. Ja, Hirnhälften. Na, also so ist es natürlich nicht ganz, so sind Lebensläufe. Das ist übrigens eher ein ganz gutes Thema, das Thema der Lebensläufe. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück. Lebensläufe sind natürlich so eine Ansammlung an gut klingenden Dingen. Und es war tatsächlich so, dass ich zuerst Physik und Astronomie studiert habe, also nach der Schule. Und dann aber mir relativ schwer getan habe im zweiten Abschnitt des Studiums damals, nämlich mit der Mathematik. Und außerdem, weil ich auf gewisse Fragen, die relativ philosophisch waren, also eben, wo gehen wir hin, warum ist das Universum so, wie es ist und wo war der Ursprung und was war davor und so weiter, man halt dann in der Physik nur eine gewisse Dimension von Antworten erwarten kann. Und ich habe dann sehr schnell die Wissenschaftstheorie und die Wissenschaftsphilosophie entdeckt und über die aber so ziemlich bald den Sprung in die Sozialwissenschaften gemacht, nämlich zur Wissenschaftsforschung, die eher der Soziologie zuzurechnen ist, also der Idee, sich zu überlegen, welches Wissen überhaupt in unserer Gesellschaft zu einem relevanten Wissen wird, welches Wissen sich durchsetzt und von der Mehrheit als legitim erkannt wird und so weiter. Und das, weil es ist ja so, gerade in der Physik lernt man sehr, sehr früh, dass es viele unterschiedliche Theorien zu gewissen Themen gibt. Damals, als ich studierte, war gerade die Stringtheorie so ein wichtiges Thema, das irgendwie von der Hälfte der Community völlig abgelehnt wurde. Und durch dieses Lernen der sozusagen auch Akzeptanz noch nicht falsifizierter, neuer, alternativer Theorien, tun sich ganz neue Fragen auf, nämlich eben diese Seite der sozialen, des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Macht auch, die in der Wissenschaft sehr, sehr wichtig ist, die überall wichtig ist. Nur oft wird das in der Wissenschaft vergessen, weil man immer nur über Objektivität spricht und irgendwie das wahre Wissen so ganz nach platonischen Idealen. Und in Wirklichkeit hat das aber sehr viel zu tun, welches Wissen wo produziert wird, wie viel Geld da drinnen steckt, welche Leute wo das Sagen haben und so weiter. Das heißt, die soziale Komponente von Wissenschaft ist sehr, sehr wichtig. Und eben, also im Laufe meines Physikstudiums bin ich da draufgekommen und habe dann entdeckt, es gibt ja dieses Fach Wissenschaftsforschung, das war damals noch ein ganz kleines Institut in Wien, und habe mich dann dort irrsinnig aufgehoben gefühlt und habe dann mein Studium umgewandelt in so ein irreguläres Sammelsurium, und deswegen kann ich jetzt all das schreiben. Aber eigentlich habe ich Physik begonnen zu studieren, aber abgeschlossen habe ich Soziologie. Wie wir einander das erste Mal begegnet sind im Zusammenhang mit Public Netbase, war so die Zeit, als die digitalen Technologien ihren Durchmarsch gehabt haben. Die Geschichte ist ja weit länger und weit älter als gemeinhin angenommen, aber damals war der Durchbruch. Es war eine Zeit, in der wir, ja, wie soll ich sagen, sehr hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt haben. Es war eine Zeit der großen Utopien. Seither haben sich die Utopien nur sehr teilweise verwirklicht, im Gegensatz zu den Dystopien. Das, wovon man Angst gehabt hat, das ist eigentlich alles eingetreten. Genau, dann kam Google AdWords und Social Media. Ja, genau, also ich sehe das genauso wie du. In den 90er Jahren, gerade als das World Wide Web ganz neu und brandfrisch war und vor allem auch als gemeinnützige Idee freigegeben wurde, also es hat niemand ein Patent auf diese Technologie gehalten und es wurde sozusagen in den Raum der Knowledge Commons entlassen von den Leuten, die damals federführend waren, auch bei der CERN, und es war ja nicht nur eine Person, Tim Berners-Lee, es war ja doch auch ein paar andere damit beschäftigt. Damals war
Also ist es uns genauso gegangen, wie du beschreibst. Also wir haben wirklich gedacht, Wahnsinn, da ist endlich mal was Neues. Gerade ich aus der Wissenschaft kommend, hatte plötzlich unter meinen Fingertips das ganze Wissen, zum Beispiel der CERN, das war einer der ersten Portale, die man besuchen konnte, damals auch noch in vor World Wide Web Zeiten, wo man sich unglaubliche Informationsmengen holen konnte, die man sonst in keiner Bibliothek physisch und analog errannt hätte oder ergattert hätte und die wahrscheinlich jahrelang gedauert hätte, die zusammenzutragen. Das heißt, das war eigentlich mein Aha-Erlebnis zuerst mal, dass ich einfach jetzt bei meinem kleinen Apple, was war das für ein Computer, 2 oder so, konnte ich jetzt da mit einem wahnsinnig langsamen Modem und viel Geräusch in eine Welt, wo mir das Wissen plötzlich zur Verfügung steht und ich brauche keine anderen Institutionen mehr, um an dieses Wissen zu geraten, keine Zwischenhändler mehr. Ja? Wobei ich jetzt gar nichts gegen Bibliotheken habe, aber es ist einfach wesentlich angenehmer, vor allem wenn man gewisse esoterischere Themen studiert, dann gibt es ja die Bücher auch nicht in der Bibliothek und man muss wirklich Fernleihe, einmal in der Woche in die Fernleihe rennen und wochenlang erwarten. Das heißt, das war für mich sicher das Allerwichtigste und das Aha-Erlebnis, wie auch ich damals überhaupt zu dem ganzen Thema gestoßen bin. Damals war es ja so, in Anfang der 90er, man hat Plätze gesucht, wo man ins Internet konnte, gratis. Ja? Da gab es ja nicht so viele. Ja? Und da gab es einen Rechner in Wien am Institut für Artificial Intelligence, der stand so im Gang, da konnte man hin, das hat mir ein Freund gezeigt, Sascha. Und dann gab es, bin ich auch jetzt noch sehr dankbar dafür. Und dann gab es ein paar Rechner an der Uni, da wo sozusagen die fette Leitung war, im Keller im Keller vom NIC eigentlich, an der Hauptuni. Und dann gab es eben plötzlich Public Netbase. Plötzlich war das da. Da war ein Rechner, da konnte man sitzen. Was musste man zahlen? Ich kann mich nicht erinnern, einen ganz kleinen Mitgliedsbeitrag. Ich kann mich noch erinnern, doch, 90 Euro Schilling damals noch im Monat und für Schüler, so Studenten viel. Und sonstige 45. 45, das scheint heute viel, weil die Summen ja eben nach Euro klingen, aber nicht sind, das war ein Schilling. Und zweitens muss man bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt ein Nicht-Internet-Zugang bei CompuServe, Nicht-Internet, weil es ein Intranet war, wenn man gegangen in diesem Gebiet von CompuServe, hat zu diesem Zeitpunkt 2.500 Schilling im Monat gekostet. Ich weiß, das war ein Wahnsinn. Und du hattest dann eine Verbindung von irgend sowas wie 2.800 Baud oder so, oder? So war das Modem. Mit Akustikkoppel. Mit Akustikkoppel, ja. Was genau das war, zeigen wir in einem anderen Kitchen. Ja, natürlich. Sorry, da kann man sich verlaufen in diesem Gespräch. Ich weiß. Also jedenfalls, dort gab es diesen freien Zugang. Und vielleicht ist das auch schon eine erste Idee von Offenheit, die mir damals halt einfach, also die ich quasi am eigenen Leibe erfahren habe. Plötzlich war da dieses neue Medium, Hypertext, also das Link, die Möglichkeit auch ganz neu nach ganz eigenen assoziativen Räumen Wissen neu zu verlinken, zu vernetzen irgendwie. Und man hat plötzlich auch sich irgendwie ein bisschen sozusagen kognitiv empowered gefühlt, ja, weil man irgendwie plötzlich mit den Inhalten, die da waren, nochmal neu umgehen konnte. Und das war ein super Gefühl. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich das erlebt habe und ich versuche das auch jetzt meinen Studierenden öfter zu erzählen, die denken vielleicht, ich bin ein bisschen gaga, aber ich versuche ihnen das immer wieder auch von der historischen Perspektive beizubringen, wenn man nämlich zum Beispiel heute über sowas wie Partizipation oder so spricht, weil das halt in eben dieser globalen Wolke von der vorgegaukelten Partizipation, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, oder der konsumistischen Partizipation ja gar nicht mehr so versteht, wie das halt damals war an den Anfängen. Und ich glaube, das ist wichtig, um auch diese utopische Idee von einer Demokratisierung via World Wide Web zu verstehen, wo wir halt heute dann auf eine gewisse Weise hat es schon funktioniert und ich möchte das gar nicht kleinreden, aber halt auf einer anderen Weise ist es halt ein riesengroßer Schlachtplatz des Konsums geworden und der Überwachung. Und das ist eben ein bisschen schade. Darauf werden wir später vielleicht noch kommen, auf die Überwachung. Zunächst mal möchte ich noch bei dieser Idee bleiben, dass man damals dachte, gut, Wissen wird jetzt allgemein gut. Es wird öffentlich, man wird dort ohne große Schwierigkeiten Zugriff bekommen. Das Gegenteil ist eingetreten eigentlich. Also der Zugang zum Wissen ist in einer gewissen Art und Weise eigentlich erschwert, zum Teil.
Ja, das kommt, glaube ich, wahrscheinlich sehr stark darauf an, welches Wissen man sich anschaut. Weil ich würde schon die Tendenz eher positiv sehen. Also ich denke schon, dass man jetzt so viel Zugang zu so viel Wissen hat, mit dieser vergleichsweise kleinen Hürde einfach einen Online-Zugang zu haben. Das kann man nicht vergleichen mit früher. Also das ist schon wirklich wesentlich, wesentlich besser im Hinblick auf Zugang. Was ein bisschen das Problem ist, und das haben wir auch gesehen in der Entwicklung des World Wide Web, ist am Anfang, also es kam sehr schnell die Werbung. Und das hat natürlich auch traditionelle Medien zum Beispiel extrem in die Bedrängnis gebracht, nicht? Und irgendwie viele mussten zusperren oder viele haben überlegt, wie sie ihre Online-Präsenz gestalten. Traditionelle Zeitungen oder so haben dann begonnen, zuerst mal zu versuchen, Geld, also Abos zu verkaufen online. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt Versuchen Sie sind teils immer sie, noch, ne? oder zum Teil immer noch, aber irgendwie das sind das alles Geschäftsmodelle, die nicht so ganz aufgegangen sind. Und am besten haben wahrscheinlich die funktioniert, die sich in ganz neue Arten der Werbung und der Idee, irgendwie Marketing zu machen, hineinbegeben haben. Und das sind sicher die, die heute noch am besten funktionieren oder ganz neue Plattformen, so wie Vice oder so, die bei den Jugendlichen sehr beliebt sind, die auch inzwischen meinungsführend sind in gewissen Bereichen und die einfach überhaupt völlig einen neuen Zugang haben, wie Werbung und Marketing so zum Teil sehr versteckt in ihren ganzen Inhalten drinnen ist, was gar nicht mehr so leicht ist, zu unterscheiden. Das heißt, hier ist einfach auch eine ganz neue Art von Wissensform entstanden. Also ich glaube, es hat sich einfach das Verständnis gebildet von professionellen Information Service Providers, wenn man so will, wie man Wissen auch packagen muss, damit man es auch dann zum Beispiel Werbekunden verkaufen kann. Ja? Also damit sowohl die das lesen sollen, als auch die irgendwie das finanzieren sollen, glücklich sind. Und das hat ganz neue Formen hervorgebracht im Vergleich zu traditioneller, sozusagen eindirektionaler, passiver Bespielung oder Berieselung. Diese ganze Idee Micro-Targeting und so, also was jetzt auch zum Beispiel im Bereich der Wahlen oder eben auch im Bereich des Marketing passiert. Also das ist ja etwas, was ganz stark damit zu tun hat, welches Wissen die Leute abrufen, wo sie sich tummeln und wie sie mit Wissen umgehen. Und ich würde durchaus sagen, da sind soziale Medien auch eine sehr wichtige Formatvorgabe, wie heutzutage mit Wissen umgegangen wird. Aber nichtsdestotrotz stehen heute so viele Archive zur Verfügung wie nie zuvor. Ja, also es gibt das Projekt Europeana, das versucht, europaweit Museen und Archive zusammenzuschließen. Und auch wenn irgendwie alle mit den Augen rollen, weil es irgendwie klingt wie eine etwas trockene Geschichte, ich kann nur jedem raten, sich das mal anzuschauen. Das ist wirklich toll, einmal Zugang zu diesem Cultural Heritage auch zu haben. Es gibt eben in der Wissenschaft enorme Bestände. Also vor allem in der Wissenschaft gibt es ja in ein paar Feldern eine sehr starke Tradition des Teilens von Wissen, weil sie sonst überhaupt nicht funktionieren würden. Also man muss dazu sagen, man kann es schon kritisieren, aber man muss dazu sagen, sowas wie Makroökonomie oder Demografie oder so, das sind alles Felder, die würden gar nicht existieren, wenn die nicht untereinander immer das Wissen geteilt hätten und versucht haben, Standards zu entwickeln, dass sie überhaupt das Wissen miteinander teilen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Standardisierung auch übrigens. Das heißt, es gibt in verschiedenen Segmenten in der Gesellschaft diese Bestrebungen, Wissen sogar noch zugänglicher zu machen, ja? Weil man einfach draufgekommen ist, das bringt's, das bringt schnellere sozusagen Ergebnisse, das bringt die Möglichkeit, weniger Duplikate zu erzeugen oder weniger oft das Rad neu zu erfinden. Ja? Also man sieht da schon Verbesserungen. Deswegen würde ich wirklich sagen, das geht grundsätzlich einmal in eine gute Richtung. So viel Zugang wie heute zu Wissensbeständen gab es noch nie. Und vor allem niederschwellig und nicht nur Eliten zugänglich. Andererseits klagen die Universitäten immer mehr, dass sie es sich nicht mehr leisten können, die notwendigen wissenschaftlichen Publikationen anzuschaffen, insbesondere die Lizenzen, die sie brauchen, um sie auch an ihre Studierenden weitergeben zu können. Wie passt das zusammen? Ja, das ist durchaus ein Problem. Wir befinden uns ja jetzt auch in einer Zeit, in der das Copyright in manchen Ländern oder auch auf europäischer Ebene neu definiert wird. Leider nicht zugunsten der Öffnung des Wissens, muss man auch dazu sagen, aber das ist ein eigenes Thema. Die Unis, die klagen zu Recht, die Universitätsbibliotheken klagen zu Recht,
weil die Verlagshäuser heute vermutlich mehr denn je zuvor Profit machen mit wissenschaftlichen Publikationen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die großen fünf, jetzt keine Namen nennen, das sind die üblichen Verdächtigen, in dem Bereich oft bis zu 40% Gewinnmarge haben auf ihre Produkte. Das ist einmal eine Zahl, die wenige Wirtschaftssegmente vorweisen können. Das heißt, es ist ein wirklich gutes Geschäft. Und in den letzten Jahren sind auch die Preise für gewisse Journals, die ja meistens im Paket verkauft werden. Das heißt, man kauft so wie bei Versicherungen selten ein Journal, sondern kauft ein ganzes Paket oder muss ein ganzes Paket von Journals ankaufen. Diese Preise sind enorm gestiegen. Und das, obwohl eigentlich die Kopierkosten bis ins Marginale gesunken sind. Und da denkt man sich, was ist da los? Also es gibt keine Pferdekutschen mehr, die Tintenfässer herumschleppen müssen und Drucker, die irgendwie große Druckmaschinen betätigen müssen. Das gibt es wirklich in der Form überhaupt nicht mehr. Und es gibt sozusagen alles wesentlich logistisch geschickt aufbereitet. Und es gibt die digitale Sphäre, die die Hauptbenützte ist. Und man fragt sich wirklich, warum muss das so teuer sein? Vor allem, da ja gerade zum Beispiel in wissenschaftlichen Journals es so ist, dass fast niemand daran Geld verdient, die oder der im Content-Produktionsbereich tätig ist. Das heißt, die Editors, das heißt, oder das Editorial Board eines Journals, manche Editors bekommen ein bisschen Geld, aber das Editorial Board, das ist sozusagen das wissenschaftliche Komitee, bekommt kein Geld, macht das ehrenamtlich. Die Leute, die die Artikel schreiben, machen das natürlich ehrenamtlich. Und die Leute, die die wissenschaftliche Evaluation oder das Peer Review der Artikel durchführen, machen es auch ehrenamtlich, weil das einfach so ist, weil das zu dem Zyklus der Anerkennung in der Wissenschaft so dazugehört. Also verdient eigentlich niemand ein Geld, bis auf das kleine, manchmal Editorial Team, die ein bisschen eine Unterstützung bekommen, um zum Beispiel eine Person für ein paar Stunden die Woche anzustellen, um die E-Mails zu schreiben, und das war's. Und den sozusagen Profit bekommen die Verlagshäuser mit ihren Shareholders. Und das ist einfach nicht korrekt und so sollte es nicht sein. Und deswegen hat sich schon vor mehr als 10 Jahren, also eigentlich um die Jahrtausendwende, die Open Access Bewegung formiert, die fordert, dass öffentlich gefördertes Wissens, die öffentlich geförderte Wissensproduktion auch öffentlich zugänglich sein muss, ohne weitere Kosten. Weil die Steuerzahlerin ja da manchmal sogar dreimal sonst zur Kasse gebeten wird. Also einmal für die sozusagen Produktion des Wissens im Labor oder in der Wissenschaft selber und dann das zweite Mal für die Publikation und manchmal sogar dann auch noch für sozusagen andere Arten von Lizenzen, um sie zum Beispiel den Studierenden weiterzugeben. Also das heißt, im Bildungsbereich oft dann noch eine eigene Lizenz nötig ist. Also es ist absurd. Wie konnte es passieren, dass das Bildungssystem in diesen Würgegriff geraten ist? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kann ich eigentlich nicht beantworten. Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründe. Das ist sehr komplex, das ist historisch gewachsen. Man weiß, wie solche Verträge entstehen. Es ist so, dass die fast alle die sogenannten Non-Disclosure Agreements unterliegen. Das heißt, die Universitätsbibliotheken dürfen untereinander sich nicht erzählen, wie viel sie bezahlen für die Verträge, die sie abschließen, was natürlich dazu geführt hat, dass diese Verlage noch besser verhandeln konnten, weil sie halt einfach jeder Institution sozusagen alles, was möglich war, rausgeholt haben, bis dann auch große Institutionen gesagt haben, wie Harvard zum Beispiel, jetzt reicht's mal. Aber es ist wirklich komplex, weil oft werden solche Deals ausgemacht in irgendeinem Club beim Tee trinken, wo zwei alte Herren sitzen, die sich schon lange kennen, der eine in der Wissenschaft oder in der Uni, der andere im Verlag, und die haben sich das halt ausgemacht, ja, ich meine, um es jetzt wirklich zugespitzt zu formulieren. Und in so ein gewachsenes, sage ich jetzt mal ganz bewusst provokativ, Altherrensystem oder Clubsystem, kann man halt auch nur sehr, sehr langsam und immer wieder mit kleinen Schritten von außen eingreifen, um was zu verändern. Aber es ändert sich. Also es gibt jetzt, die Europäische Union hat eine Open Access Policy. Das heißt, wenn man von der Europäischen Union Geld für die Forschung bekommen will, ist man verpflichtet, die Publikationen Open Access zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass sie für jeden sozusagen nur mit der Hürde eines Online-Zugangs abrufbar sind. Natürlich hat das dazu geführt, dass die Verlage gleich neue Geschäftsmodelle entwickelt haben, nämlich die sogenannten
Article Processing Charges. Das heißt, die Autoren und Autorinnen müssen jetzt dafür bezahlen, dass etwas Open Access ist, was zwar immer noch weniger ist als die quasi Subskriptionsgebühren der Unis, aber es besteht die Gefahr, dass einfach zum Beispiel gewisse Institutionen, also man denke nur an die medizinische Universität, die sehr, sehr viel publizieren mit sehr viel Erstautoren, also die sehr, sehr viel Forscherinnen und Forscher bei sich halten, andere Institutionen, die sehr, sehr viel international publizieren und auch in Kooperationen, dass die nun für alle Kosten sozusagen fürs Online-Stellen der Open Access-Artikel aufkommen müssen, weil das zahlt sozusagen immer der Erstautor oder die Erstautorin diese Gebühren. Das ist das neue Geschäftsmodell, funktioniert super, ist eine super Idee, man muss den Verlagen gratulieren, sie haben geschafft, auch mit der Idee der Offenheit sofort gutes Geschäft zu machen. Also es gibt da durchaus, da werden auch noch neue Probleme auf uns zukommen, weil manche Institutionen werden sich diese Open Access Gebühren nicht leisten können. Aber zum Beispiel in Österreich ist der FWF, das ist der Forschungsförderungsfonds für die vor allem Grundlagenwissenschaft, ist Vorreiter im Bereich der Open Access Bewegung. Und hat schon auch eine Open Access Policy am Start und hat vor allem, war auch maßgeblich daran beteiligt, neben der Vereinigung der Bibliotheken mit den Verlagshäusern spezielle Deals auszuhandeln. Das ist ganz interessant für alle, die sich da mehr interessieren, da kann man viel erfahren. Also Österreich hat da durchaus auch eine Vorreiterrolle, die Politiker wissen das manchmal nicht und die Politikerinnen, aber in der Wissenschaft weiß man das schon. Und viele schauen auch auf Österreich, wie wir hier umgehen mit Open Access als Thema. Ja, können auch manchmal was vorweisen. Es gibt also Gebiete, wo Österreich durchaus ein Positivbeispiel ist. Es gibt zum Beispiel die Recommendations for a Transition to Open Access, die Ende 2015 von der Österreichischen Universitätenkonferenz und ganz vielen anderen Partnern auf der Plattform Open Access Netzwerk Österreich verabschiedet wurden, die auch im Ministerrat sozusagen, wie sagt man da, weiß ich nicht das richtige Wort, wahrscheinlich auch verabschiedet worden sind, aber im positiven Sinne nicht, dass man gesagt hat, ciao. Insgesamt haben wir es da also mit einer Art von Privatisierung eines Allgemeinguts zu tun. Und um das jetzt aus dem Elfenbeinturm mal ein bisschen herauszuholen, das hatte ganz, ganz reale Folgen, nämlich zum Beispiel auf die Entwicklung weiteren Wissens, also auf die gesamte kulturelle Entwicklung der Menschheit. Ja, natürlich, man muss schon aufpassen. Also es ist sozusagen, die Wissenschaft ist nicht die einzige Grundfeder oder der Grundantrieb der menschlichen Kultur oder so, auch wenn das manche Leute so sehen. Aber sie ist sicherlich, da ist eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung ist. Also man hat sich entschieden, es gibt diesen gesellschaftlichen Vertrag, wir fördern wissenschaftliche Tätigkeiten, muss man auch sehen, dass quasi die eine Frucht, die abgeschöpft wird natürlich aus der Wissenschaft, die sein wird, immer war und immer sein wird, nämlich eine gewisse Art der Kommerzialisierung dieses wissenschaftlichen Wissens. Also da kann man auch, das ist auch völlig legitim. Also es ist immer so, natürlich gibt es den Wunsch, mit dem Wissen, das geschaffen wird, so etwas wie Fortschritt, heute würde man sagen Innovation, und vor allem aber auch Jobs und Sicherheit zu schaffen. Also eine gewisse, ich meine jetzt gar nicht Sicherheit im Sinne einer Sicherheitspolitik, sondern im Sinne einer sozialen Sicherheit, das heißt einer Stabilität oder einer Robustheit einer Gesellschaft, dass sie zum Beispiel mit Katastrophenszenarien umgehen kann oder dass sie gewisse Probleme meistern kann. Das heißt, es gibt durchaus sozusagen diese Notwendigkeit, eine problemorientierte Wissenschaft auch stark zu fördern. Das ist insofern interessant, als natürlich hier ganz neue Möglichkeiten der Teilhabe und Teilnahme entstehen, ja? Die wiederum sozusagen weitere Entwicklungen, um auf deine Frage zurückzukommen, forcieren können. Für die Grundlagenwissenschaft, also für die, wo es einmal grundsätzlich darum geht, zu verstehen, was unsere Welt überhaupt zusammenhält und warum wir dort sind, wo wir sind und weiß nicht warum, ob es vielleicht andere bewohnbare Planeten gibt, dafür ist sicher, ist es wirklich tatsächlich total essentiell, dass auf Wissen zugegriffen werden kann. Noch einmal von eben einer ganz anderen Perspektive aus, weil es einfach darum geht, die Grundbasis allen
Lebens herauszufinden. Nicht? Das heißt, wenn hier nicht geteilt wird, wundert man sich wirklich. Das heißt, man würde sagen, es ist eigentlich eine Grundmotivation der Wissenschaft, der modernen Wissenschaft sozusagen seit der Neuzeit, Wissen zu teilen. Und nicht umsonst sagt man ja, die erste Bewegung der offenen Wissenschaft war eigentlich, als man weggegangen ist von diesen geheimnisvollen Versammlungen von irgendwelchen Alchemisten und hin zu der Gründung von wissenschaftlichen Gesellschaften oder der Begründung von wissenschaftlichen Journals, was tatsächlich eine ganz neue Art der Offenheit bedeutet hat damals. Oder auch Enzyklopädien und solche Dinge, die plötzlich verfügbar waren, sozusagen auch, also für alle, die halt lesen konnten und die Zugriff hatten in so eine königliche Bibliothek oder wo auch immer, schnuppern konnten. Das heißt, für die Grundlagenforschung sollte man annehmen, dass diese Idee von Offenheit und Teilen grundsätzlich verankert ist und überhaupt nicht hinterfragt wird. Wurde ja eben auch lange Zeit nicht hinterfragt. Man hatte sozusagen die Verlagshäuser und die Strukturen, die haben halt diese Verteilung übernommen, wie wir schon besprochen haben. Das hat durchaus Sinn gemacht, weil ja sozusagen die Druckkosten und die Verteilungskosten durchaus hoch waren. Aber das hat sich jetzt eben geändert. Das heißt, für die Grundlagenforschung ist es schon einmal per se völlig absurd. Für die angewandte Forschung, wo es wirklich darum geht, mit dem Wissen irgendeine Art von Problem zu lösen oder Produkt zu schaffen oder von mir aus Geld zu machen, gibt es ja auch, ja, gibt es noch einmal eben ganz viele andere Dimensionen von Offenheit, die interessant sind. Ich denke mal, die interessanteste für unser Gespräch ist heute sicher, wie man zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger einbindet mehr in den wissenschaftlichen Prozess oder vor allem auch in das, was ausgesucht wird, was überhaupt als gesellschaftlich relevantes Problem gilt, ja, was es zu lösen gibt. Da passiert gerade sehr viel, auch unter diesem Terminus Citizen Science, wobei die sozusagen der Hauptbereich, wenn man sich anschaut, was läuft so unter Citizen Science, sieht man sehr oft, dass halt sozusagen die Bürgerinnen und Bürger als Datenlieferantinnen eingespannt werden, die irgendwie mit ihren Handys irgendwelche Sachen einfangen sollen und sonst nicht viel mitzureden haben, was irgendwie sonst passiert. Das ist ein bisschen so wie in der Social Media Forschung, wo wir alle Social Sensors sind und irgendwie einfach das unsere Traces hergeben, ohne wahrscheinlich das zu wissen, dass wir es hergeben. Also das fängt da an, geht aber bis hin zu, es gibt sehr interessante Projekte, die wirklich versuchen, Crowdsourcing so zu verstehen, dass man gewisse Fragen aus der Bevölkerung heraus wieder in die Wissenschaft zurückspielt, immer die Stakeholder aus den Bevölkerungsgruppen einbindet im gesamten Prozess und dadurch auch ein ganz verändertes Bewusstsein in der Forschung selber schafft für die Problemsituation. Also Patientinnen-Netzwerke sind sicher eines der bekanntesten Beispiele für sowas. Das ist auch schon lange etabliert, noch bevor es Open Science oder Citizen Science geheißen hat. Ja. Du hast vorher ganz richtig gesagt, dass die Wissenschaft nicht der einzige Strom menschlicher, kultureller Entwicklung ist, aber doch ein erstens sehr wesentlicher und zweitens ist es bei den anderen Strömen auch nicht sehr viel anders. Also sie werden durch diesen Versuch, das Copyright eigentlich zu verschärfen, genauso mindestens in ihrem Fortkommen behindert. Das ist ja das Grundprinzip menschlichen Lernens überhaupt und menschlicher Entwicklung, auf dem, was schon da ist, aufzubauen, es zu verwenden, es zu verändern, es zu kopieren, dabei vielleicht auch Fehler zu machen und es dadurch weiterzuentwickeln. All das hat Jahrtausende lang ganz gut funktioniert. Jetzt kommt es in schwierige Gewässer und ich denke mir manchmal, wenn jemand jetzt das Alphabet erfinden würde, müssten wir wahrscheinlich Lizenzgebühr zahlen, um es verwenden zu dürfen. Nein, wir würden das nicht, also wir würden das natürlich nur versteckt bezahlen. Das würde unser Handybetreiber oder der Handyproducer bezahlen über irgendwelche kleinen weiteren Millionen Lizenzen, die eh schon bezahlt werden, die in jedem Handy stecken, nicht? Aber ja, das stimmt natürlich. Also Copyright ist sicher und vor allem die Veränderungen des Copyrights, die nicht in die gewünschte Richtung gehen, sind da sicher ein essentielles Problem. Aber ich glaube, es gibt noch ein wesentlich grundlegendes Problem, nämlich dass ganz oft und vor allem von der Mehrheit der Industrie und der Politikerinnen nicht verstanden wird, dass es unglaublich tolle
Kooperationen von Offenheit und Kommerzialisierung gibt. Ja? Also es gibt gewisse Sektoren, zum Beispiel die Biotechnologie, die hat das sehr, sehr früh erkannt. Man denke nur an das humane Genomprojekt um die Jahrtausendwende. Das sozusagen, da war damals die Frage im Raum, sozusagen, okay, es gibt jetzt gewisse Forschergruppen, die arbeiten daran, das humane Genom zu entschlüsseln. Wird das dann patentiert? Ja? Also sozusagen, es gibt öffentlich geförderte Forschung, aber auch industrielle Forschung, die daran arbeitet. Was machen wir? Und es begann ein Wettrennen um die Hoheit über das Wissen eigentlich. Und was total spannend war damals, und das hat auch nur funktioniert, weil sich die Politik hier massiv eingeschaltet hat, es ist eine dritte Lösung entstanden, die niemand so vorhergesehen hat. Es haben sich einfach alle zusammengeschlossen. Ja? Und natürlich erzähle ich das jetzt wesentlich einfacher und reduzierter, als es tatsächlich war. Das war sehr komplex, es gab unglaubliche Probleme und so weiter, aber schlussendlich hat es funktioniert. Die Industrie und die öffentliche Forschung haben sich zusammengesteckt. Es gab weltweit eine Kooperation von den wichtigsten Forschungsgruppen, die sich sehr, sehr früh vertraglich festgelegt haben, sozusagen selbst die Daten offen zu teilen und vor allem auch die Methoden zu teilen. Das heißt, eine industrielle Firma hat eine Gensequenzierungsmethode auch freigegeben extra, damit das überhaupt passieren konnte. Und was ist passiert? Plötzlich konnte man ein Projekt, das eine Gruppe wahrscheinlich in 50 Jahren geschafft hätte, in unter 10 Jahren schaffen. Und das humane Genom wurde sequenziert. Und dann war die Frage eben, okay, was passiert jetzt mit dem Wissen? Und es wurde da entschieden, dass das einfach in die Public Domain übergehen muss. Also, dass es öffentlich verfügbar gemacht werden muss. Und das war für die gesamte Biotechnologie das Gescheiteste, was überhaupt passieren konnte. Weil auf Basis das war wie so eine Schichte, eine Grundschichte von Wissen, die jetzt der Grundstock ist für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Wissenschaften, aber auch Industrien. Das heißt, man konnte in Amerika, da wurde das bis jetzt, ich glaube, in Asien gibt es auch ein paar, aber in Amerika wurde es am besten erforscht. Es haben sich ganz neue Biotechnologie-Cluster gegründet in Gegenden, die tot waren, also zum Beispiel an der Ostküste, wo einfach industriell alles vorher den Bach runtergegangen ist. Plötzlich haben sich rund um diese Unis neue Cluster gegründet und haben auf Basis des freien Wissens neue Technologien gegründet und es gibt Milliarden Dollar sozusagen Benefit aus dieser ganzen Geschichte und da gibt es Studien dazu, die das auch belegen. Das heißt, und diese Sektoren, also der Biotech-Sektor ist sicher einer der innovativsten auf der Art und Weise. Die haben ganz neue Formen der Kooperation, wo sie zum Beispiel ihre Labore ganz, ganz günstig Forscherinnen zur Verfügung stellen und so weiter. Und trotzdem müssen dann diese Forscherinnen aber nicht das Wissen bei dieser Firma patentieren und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz interessante neue Wege, wie sozusagen offene Lizenzen und Patentierbarkeit sich nicht ausschließen, sondern eigentlich verstärken. Und ich glaube, das ist etwas, gerade wenn man über Innovation spricht, was eigentlich ein wichtiges Thema sein sollte. Und das ist natürlich, sollte auch im Bereich sozusagen eines, wenn man versucht, einen Gesamtmarkt zu schaffen, wie Europa das gerade versucht, wenn man versucht, ein gesamtes Copyright-System zu schaffen, sollten diese Dinge angesprochen werden. Nur leider findet sich in den ganzen Entwürfen nichts zum Thema offene Lizenzen und vor allem nichts zu dieser wirklich großartigen, gegenseitigen, Verstärkung und der positiven Verstärkung von der Möglichkeit offener Lizenzen zu klassischen IPR. Und das ist wirklich ärgerlich, da kann ich mich wahnsinnig drüber aufregen, aber so ist es leider. Hängt wohl damit zusammen, dass der damals zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger ein Mann der Industrie ist. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne jetzt medienrechtlich belangt werden zu können. Mit dem angesprochenen Human Genome Project trat Craig Venter auf die Bühne. In den Mitte der 90er Jahre ein Star, auch ein Medienstar. Kurz darauf aber dann verschwunden aus der Öffentlichkeit. Heute erinnern sich auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gar nicht mehr an seinen Namen. Er war der Mann, der auf die Bühne trat und sagte, gut, Human Genome Project, schön und gut. 15 Jahre habt ihr dafür veranschlagt, ich mache das in 3 Jahren. Ja.
Dann stand er mal im Eck und hat geheißen, das ist ein Spinner. Aber er hat dann in 3 Jahren erstaunliche Ergebnisse oder noch kürzer sogar die auf den gesamte Tisch gelegt. Gruppe. Nicht er alleine, aber er war damals noch das inzwischen in den Hintergrund, wie gesagt, getretene Gesicht. Und damit ist ein Paradigmenwechsel eingetreten. Also nicht mit ihm allein, aber mit der Zeit. Ein mehrfacher. Erstens hat er sehr wohl wieder patentiert und geschlossen. Okay. Craig Venter ist wahrscheinlich unter den Lebenden auf diesem Planet der Inhaber der meisten Patente im Bereich Biotechnologien. Behaupte ich jetzt mal. Ja, okay. Das müssen wir noch danach recherchieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass er da mit statistischen Methoden gearbeitet hat. Mhm. Er hat eigentlich Auswertungsmethoden angewendet, die jetzt so richtig erst zu voller Blüte erwachen. Und damit tritt im Gegensatz zu früher, wo Forschung immer auf konkrete Resultate hingezielt hat, geben wir uns heute eher mit Näherungswerten zufrieden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind auch bei den Big Data Auswertungen spielt das eine ganz große Rolle. Wir interessieren uns weniger für kausale Zusammenhänge als für Relationen. Also ist das Ganze weicher geworden. Weg von der Präzision hin zur statistischen Wahrscheinlichkeit. Wir beschäftigen uns vielleicht vor allem heutzutage viel mit so etwas wie einer Korrelation, nicht? Also der Idee, dass gerade in Gebieten, wo man nicht sicher sein kann, wie kausale Effekte tatsächlich funktionieren, man zumindest mal schaut, wie sozusagen was bewirkt denn zumindest oder was könnte etwas bewirken oder wie hängt das zusammen? Ich weiß nicht, bin jetzt, glaube ich, nicht die sich hier anmaßen kann, das genau zu definieren, weil da kenne ich mich vor allem in der Genforschung und so weiter auch viel zu wenig aus oder in der Biotechnologie und wie dort heutzutage gearbeitet wird. Von der Physik kommend hab ich da überhaupt kein Problem damit, weil quasi annäher, also ich würde ja sagen, es ist immer alles nur Annäherung, aber egal, ja, das ist natürlich auch eine mathematische Frage. Eine philosophische, aber auch eine Frage, welche Methoden stehen einem zur Verfügung und was passiert eigentlich, ja. Im Zuge der Öffnung vieler neuer sozusagen Wissensquellen, so wie eben im Big Data Bereich, ist es natürlich so, dass ich sagen würde, wir haben da noch auch einfach zum Teil nicht die richtigen Methoden. Also wir haben statistische Methoden, die vor 150 Jahren oder was entwickelt wurden, ja, die wir jetzt anwenden auf Datenmengen, die so mit eigentlich der Größe nicht skalierbar sind, meiner Meinung nach. Also gerade in den Sozialwissenschaften ist das eine ganz wichtige Frage, weil es da um so Dinge geht wie Repräsentativität oder Signifikanz von gewissen Tests. Und das ist einfach nicht gemacht für Millionen Datensätze. Da ist mal schnell was signifikant, ja? Und das ist die Frage, wie repräsentativ das aber dann noch ist. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriges, großes Thema. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass wir lernen müssen, überhaupt mit dieser Öffnung, die du da jetzt ansprichst, nämlich im Hinblick auf große Datenmengen oder überhaupt große Wissensbestände überhaupt erst umgehen zu können. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, beim Human Genome Project ist es so, das war ja de facto, das ist ja im heutigen Maßstab natürlich irgendwie lächerlich, weil das war sozusagen ein Genom. Und jetzt irgendwie passiert Genomsequenzierung irgendwie im Sekundentakt überall auf der Welt und es gibt diverse Projekte. Erst gestern habe ich mit Studierenden mir solche Sachen angeschaut. Es gibt zum Beispiel ganz große Datenbanken, sehr, sehr schönes Beispiel übrigens für Open Access, die Genomdaten sammeln und wo de facto es zu einem Standard geworden ist. Also wenn man wieder was sequenziert hat und das ist da nicht drinnen, dann existiert es nicht, ja, sozusagen. Und das ist aber trotzdem Open Access, das heißt, ist einmal unabhängig davon, wie das dann lizenziert wird oder wie das Wissen dann patentiert wird. Es muss mal in diese Datenbank rein, um überhaupt in der Anerkennung sozusagen der wissenschaftlichen Community zu existieren. Das gibt es in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel in der Proteinforschung ist das auch ganz, ganz wichtig. Also das ist dieses Teilen von Wissen völlig standardisiert. Ja? Also das gehört dazu, wenn es nicht in den Datenbanken drinnen ist und damit sichtbar ist,
manchmal für alle, manchmal nur für die Forschungscommunity, dann ist es nicht relevant. Also insofern, da macht inzwischen die Industrie, also die Industrie macht da genauso mit. Also für die sind diese Datenbanken auch total wichtig, weil sie natürlich sehen, was gibt es schon, wo wird geforscht, wer forscht an was, wo können wir unsere Nischen eröffnen, wo können wir Geld machen. Also auf dem Hinblick da, dass sozusagen mal das Wissen zugänglich gemacht wird und die großen Datenmengen zugänglich gemacht wird. Ich glaube, da sind wir am guten Weg. Ja? In der Sozialwissenschaft ist das ein bisschen schwieriger, weil da wissen wir genau, wir geben unsere Daten in irgendwelchen dubiosen Firmengeflechten und nie wieder wissen wir, was damit genau passiert. Das ist natürlich ein anderes Problem. Schön wäre es, wenn sozusagen und die Daten, die wir hergeben, über Social Media oder so auch in irgendeiner Form für uns besser nutzbar wären. Da muss man mal schauen, ob das verhandelbar wäre mit diesen großen Firmen. Wahrscheinlich nicht. Aber was das wirkliche Problem ist, ist das, um nochmal zurückzukommen, was du anfangs in der Frage angesprochen hast, ist, wie wir eben Methoden entwickeln, um jetzt mit diesen Daten umzugehen. Und ich glaube, grundsätzlich es spricht nichts gegen die Idee, eine Annäherung oder gegen die Idee, eine relationale Sichtweise auf die Dinge zu pflegen. Ich finde, manchmal ist es sogar manchmal ist es die nötige Bescheidenheit, die wir haben müssen bei großen Datenmengen, dass wir sagen, wir können überhaupt nur eine relationale Sichtweise darauf haben, weil wir uns der Kausalitäten überhaupt nicht bewusst sind oder gar nicht wissen können, was genau da passiert, weil wir zum Teil nicht mal wissen, wie die Daten erhoben wurden oder so. Ich glaube, wirklich wichtig ist es, dafür neue Methoden zu entwickeln. Und da wäre jetzt wieder meine Forderung, wenn es dabei um sozusagen öffentlich finanzierte Daten geht, also wie zum Beispiel Open Government Data oder Wissenschaftsdaten, oder was diverse andere statistische oder sonstigen Daten, die irgendwie Bürger betreffen oder so, dann sollten auch die Methoden offen gemacht werden. Also so wie im Open-Source-Bereich sollte es in der Wissenschaft, aber auch im Policy-Bereich eine Art Standard sein, dass die Methoden, die verwendet werden, transparent sind. Also ich finde das fast manchmal noch wichtiger, dass die Methoden transparent sind, als dass die Daten völlig offen sind. Weil sehr oft sind Daten sensitiv und mit diversen Problemen belegt, wie zum Beispiel bei Patientinnen-Daten oder bei anderen sozialen Daten, wo Privatsphäre einfach wichtiger ist. Und umso wichtiger wäre es da, die Methoden offen zu legen. Bei einigen Methoden schließt sich das von vornherein allerdings aus. Also neuronale Netze sind per Definition Blackboxes, wo man oben Daten hineinwirft und unten ein Ergebnis herauskommt, von dem man keine Ahnung hat, auf welchem Weg es entstanden ist. Man kann es dann empirisch nachprüfen. Das ist natürlich. Man kann schauen, ob es beim nächsten Mal wieder das gleiche Ergebnis liefert, dann ist es zumindest in Ordnung. Oder ein ähnliches. Oder ob es gelernt hat, das Netzwerk und plötzlich ganz anders reagiert. Ja, ich meine, solange nicht unser Pensionsautomatismus von so einem neuronalen Netzwerk ausgerechnet wird, habe ich nichts dagegen. Noch manchmal habe ich eh schon den Eindruck, dass ja, die Dinger im Einsatz sind. Ich sehe bei der Weiterentwicklung ein grundlegendes Problem, und zwar, dass die Nutznießer und damit Auftraggeber der Weiterentwicklung sehr oft an einer aus meiner Sicht sehr wichtigen Verbesserung überhaupt nicht interessiert sind. Die Statistik funktioniert. Statistik gibt aber immer nur Auskunft über Wahrscheinlichkeiten. Sozusagen von oben gesehen stimmt das ja. Also aus Sicht einer Versicherung zum Beispiel oder einer sonstigen größeren Institution, die eben nicht das Einzelschicksal erlebt, stimmt die Rechnung völlig. Für den Einzelnen und die einzelne Betroffene stimmt sie natürlich sehr oft nicht, weil wenn zum Beispiel Verhaltensprognosen daraus abgeleitet werden, naja, dann unterliegt das der Wahrscheinlichkeit. Und wie wir wissen, ist bei einem Würfel beim ersten Wurf die Chance, einen Sechser zu bekommen, 1:6. Und nach 100 gewürfelten Sechsern, wenn das einbreite, wäre es noch immer 1:6. Das ist das Geschäft von Lotto, ne? Und dass die Leute glauben, sie haben mehr Chancen, wenn sie öfter spielen. Ja. Das heißt, diejenigen, die davon wirklich profitieren, haben eigentlich überhaupt gar keine Veranlassung, dieses Manko zu verbessern, weil das Einzelschicksal aus ihrer Sicht eigentlich egal ist. Mhm. Während du als Mensch, der dann auf einer No-Fly-Liste sich wiederfindet oder für die Versicherung etwas mehr zahlt, sie vielleicht gar nicht bekommt, mhm, und, der Leidtragende bist. Ja.
Also das ist sicher ein total großes Problem, aber da muss man wirklich sagen, das ist nicht ein Problem, das neu ist jetzt. Und da hat vor allem sicher mit Big Data bekommt es noch einmal eine andere Dimension, aber Statistik war immer schon ein Tool des sogenannten Social Engineering. Ja, also ich habe zum Beispiel auch mal geschrieben, dass eigentlich Statistik eine der klassischen sogenannten Social Technologies ist, weil, und da gibt es auch sehr viele Studien dazu, man sehr schön sehen kann, wie Statistik eigentlich oder statistische Werte und Indizes und sozusagen auch diese ganze Idee einer Normalverteilung oder einer Zwischensumme oder von Grenzwerten Menschen dazu bewegen, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten. Ja? Also so etwas wie ein durchschnittlicher Body-Mass-Index oder so, das führt dazu, dass die Leute sich dem anpassen. Ja? Das gibt es in ganz vielen Bereichen. Da ist man sozusagen sowohl in den psychologischen Wissenschaften als auch in den anderen Sozialwissenschaften schon sehr, sehr lange dran und durchaus auch aktiv zusammen auch mit der Politik zu schaffen, dass sich gewisse Leute, also dass man Statistik so lanciert, dass sie einfach als soziale Technologie funktioniert. Ja? Das gab es auch ganz lustig, zum Beispiel bei diesem McKinsey-Report, der glaube ich in den 60er Jahren war, dass in Amerika das Sexualverhalten erstmals sozusagen statistisch erfasst und ausgewertet hat. Selbst der hat dazu geführt, wie man dann in darauffolgenden Studien gesehen hat, dass die Menschen ihr Sexualverhalten geändert haben. Weil man liest dann doch irgendeine Notiz in irgendeinem komischen Käseblatt, ja, und über diese Sache. Und kommt auf neue Ideen. Also genau, also das ist die Idee der Performativität. Es gibt sozusagen keine Methode, es gibt keine Beschreibungsform, die nicht wiederum auf das wirkt, was sie beschreibt. Nicht? Beobachtung und, verändert. Genau, Beobachtung verändert ist eine klassische sozusagen physikalische Erkenntnis. War natürlich damals relativ revolutionär, wie man sich vorstellen kann. Und man hat das Gefühl, in den Sozialwissenschaften ist es noch nicht überall angekommen, absurderweise. Aber so ist das natürlich, in den Geisteswissenschaften übrigens genauso. Und was natürlich auch, und die zweite blinde Fleck, den es diesbezüglich gibt, ist natürlich, was die Messinstrumente machen und was für Politiken überhaupt in diese Messinstrumente eingebaut sind. Weil es gibt ja keine neutrale Beobachtung in der Form, sondern in einem Messinstrument stecken ja auch immer ganz viele verschiedene Vorannahmen, sozusagen Grenzen des Messinstruments sind immer in den Daten dabei, sozusagen abgebildet und so weiter. Also, die Frage ist eher, wenn wir uns heutzutage als Gesellschaft dafür entscheiden oder wenn es wer anderer für uns tut, gewisse Formen von Statistik für Entscheidungen heranzuziehen, ja, also oder in Algorithmen einbauen, die unsere Versicherung berechnen, dann müssen wir Wege finden, wie wir damit umgehen, ja. Und die Sache ist die, also ich meine, das werden wir jetzt nicht abschaffen, diese Dinge, sondern es ist eher die Frage, wie wir nun Zugänge finden, erstens mal überhaupt in diese Blackboxen reinzuschauen, also auch einzufordern, dass wir reinschauen können. Also ich finde, das ist einmal der erste Schritt, ist immer Access. Und die zweite Frage ist, wie weit wir sozusagen Zugriff erhalten, hier auch Veränderungen einzufordern in den Methoden. Das ist tatsächlich eigentlich auch wieder eine Frage der offenen Methoden. Ja? Aber es ist, also man kann davon ausgehen, dass unsere Generation oder überhaupt die ganze Zeit, dieses Zeitalter, ein durch und durch statistisches ist. Und so schnell werden wir da auch nicht rauskommen. Ja? Vor allem, solange es keine besseren Methoden für große Datenmengen gibt. Jetzt ist die Offenlegung manchmal eigentlich schwer oder gar nicht zu erreichen. Mhm. Also Facebook hütet seine Algorithmen besser als Coca-Cola, die berühmte Formel. Mhm. Und es ist auch durchaus fragwürdig, weil Facebook zum Beispiel hat eine eigene Wissenschaftsabteilung, die Experimente durchführt mit den Usern, ohne dass die User das wissen. Also es ist auch vom ethischen Standpunkt her extrem verwerflich, was da passiert. Siehst du Chancen, das in den Griff zu bekommen? Weil Facebook war jetzt ein Beispiel, das noch größere wäre Google. Ja. Ich sehe durchaus Chancen, das in den Griff zu bekommen. Ja, ich sehe Chancen. Das würde aber halt bedeuten, dass sowohl die User und Userinnen da vermehrt angehalten sind, irgendwelche Aktivitäten zu ergreifen. Das heißt, es muss da schon auch
ein Protest seitens der User passieren. Das heißt, sie müssen sich vielleicht auch wehren mit gewissen Methoden, wenn sie die Dinge weiter nutzen wollen. Beziehungsweise heutzutage ist es ja so, selbst wenn man sich abmeldet, heißt das noch lange nicht, dass nicht die Daten weitergesammelt werden, nicht? Jetzt die neuen. Man braucht gar nicht angemeldet zu sein. Ja, genau. Und der neue Wahnsinn, der überhaupt jetzt erst auf uns zukommt, sind diese ganzen Smart Home Geschichten, ne? Die auch alles recorden und weitergeben, selbst wenn man sie abschaltet. Aber also ich glaube, dass sozusagen, wenn man das haben will, wenn man ein soziales Netzwerk benutzen will, wenn man ein Smart Home Device bei sich verwenden will, aber trotzdem sozusagen sensibel ist im Hinblick auf seine Privatsphäre oder die Privatsphäre zum Beispiel der Kinder, dann muss man auch dafür kämpfen, dass das irgendwie in einer Weise eingehalten wird. Aber andererseits, das ist sozusagen von der User-Seite her. Natürlich ist es so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass der Großteil der User überhaupt mitkriegt, was da überhaupt passiert mit den Dingen, die bei ihnen rumliegen oder in der Brusttasche stecken. Das heißt, die Politik ist einmal in erster Linie auch gefordert, hier einzugreifen und einfach auch mit strengeren Regulationen Datenherausgabe zumindest zu fordern, um einmal zu sehen, was da passiert. Ich finde immer interessant, das ist auch mein Kollege in München, nimmt immer dieses Beispiel her, wenn er zu dem Thema gefragt wird. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Copyright-Verstoß auf YouTube ist, ja, und weiß nicht, die Firma, gibt es noch Viacom, ich weiß nicht, wie die jetzt heutzutage alle heißen, die großen Firmen, die die Rechte verwalten, dann sind diese Dinge oft sehr schnell weg. Ja? Also man kann gar nicht so schnell schauen, sind diese Videos, zum Beispiel Pop-Videos, Musikvideos gelöscht. Ja? Wenn, das heißt, da funktioniert es. Das heißt, gewisse sozusagen Drähte in diese Companies hinein funktionieren anscheinend. Zum Teil passiert das ja automatisiert. Zum Teil passiert das automatisiert. Das heißt, es hat sich da irgendeine Art Mechanismus installiert, der das sehr, sehr schnell lösen kann, dieses Problem. Ja? Wir haben gesehen, für sozusagen die Frage zum Beispiel der ethischen Bilder, also zum Beispiel Nacktheit in Bildern, funktioniert das schon mal nicht so gut, weil die Algorithmen einfach zum Teil einfach zu dumm sind oder auch zu absurd. So zum Beispiel wurde dieses Bild ja gelöscht, dieses berühmte Bild aus dem Vietnamkrieg von dem nackten Kind, das davonläuft. Das wurde aufgrund der Nacktheit ja gelöscht zum Beispiel, weil der Algorithmus nicht wusste, dass das ein Kulturgut, ein wichtiges Kulturgut ist, dieses Bild. Aber auch hier sozusagen, offensichtlich gibt es Mechanismen, die funktionieren. Das heißt, diese Firmen haben darauf reagieren müssen, dass gewisse Sachen so nicht weitergehen konnten. Also, offensichtlich geht's ja. Ja, das heißt, man muss schauen, dass einfach man da weiter Druck macht auf diese Firmen, dass sie einfach so ethisch korrekt wie möglich und so unverletzend der Freiheiten der anderen wie möglich agieren. Ja? Jetzt kommt natürlich gleich der Hammer Fake News, ja? Was ja jetzt sozusagen auch ein total blödes Thema ist, meiner Meinung nach. Das hat es auch schon immer gegeben. Aber man kann natürlich auch nicht die gesamte Verantwortung bei diesen Providern ansetzen, nicht? Also ich meine, dass jetzt Algorithmen also uns sagen werden, was die Wahrheit ist oder dass eben, wie hat das jemand genannt, Truth by Service, ja, also sozusagen Wahrheit auf gegen Bezahlung, dass dann die, die es sich leisten können, haben dann die Wahrheit, die anderen nicht, ja, dass das sozusagen nochmal verstärkt sein wird, dass diese Sachen jetzt alle passieren, ja, das ist natürlich aufgrund, weil die Provider wieder das Thema aufgreifen und weil natürlich auch gleich damit Geld gemacht werden soll. Das heißt, die Frage ist eher, es muss sozusagen eine Koalition von verschiedenen Stakeholdern hier, glaube ich, agieren, auf Datenfreigabe und Methodenfreigabe, in dem Fall immer Hand in Hand pochen, ja, und mehr und systematischeren Schutz der Daten. Wobei man muss dazu sagen, es geht vor allem in Amerika zum Beispiel jetzt nicht in die Richtung, nicht? Also erst vor kurzem wurde dort festgestellt, dass Datenweitergabe ohne dezidiertes Einverständnis der User total okay ist. Ja? Und ein anderes großes Problem, finde ich, ist, dass ganz viele von diesen heutigen sozialen Netzwerken ja immer noch offiziell als Technologieprovider laufen. Das ist sozusagen das Segment, in dem sie auftreten und nicht als sozusagen Kontakt- und Content-Provider. Das heißt, sie sind keine Medien und unterliegen daher nicht den Regulationen, die Medien sonst unterliegen würden. Was, finde ich, ein Problem ist. Also das gehört geändert von der Politik.
Ja, wäre sicher ein wichtiger Schritt. Allerdings haben wir da natürlich auch das Problem der Rechtdurchsetzung. Wir haben es mit global agierenden Institutionen zu tun, denen gegenüberstehen national geregelte Gesetze. Das ist ein Problem und eigentlich einer der wichtigen Gründe, weshalb sich eigentlich Nationalismus in unserem Zeitalter schon dreimal überlebt hat. Ach so, weil einfach sozusagen es immer noch diese nationalen Gesetzgebungen gibt, oder? Also der Nationalstaat oder die Nationalstaaten werden, glaube ich, nicht in der Lage sein. Das heißt, es wird einen Korporatismus. Wir leben jetzt in einem Korporatismus. Ich hoffe, dass wir das langsam begreifen verstehen. Ja, und dorthin wieder zurückkehren. Das weiß ich nicht. Ich bin da nicht so, da bin ich nicht so sicher. Also ich glaube, dass wir eigentlich sehr starke Instrumente haben. Da bin ich auch, ich bin wirklich keine Rechtsexpertin, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich die Instrumente gäbe, auch die rechtlichen Instrumente, um vorzugehen. Was, glaube ich, oft vielmals fehlt, ist sozusagen, dass die Lobbys, die für diese Rechte kämpfen, einfach zu klein und zu schwach sind im Vergleich zu den Corporations. Und dass einfach sozusagen das Durchhaltevermögen, über viele Jahre solche Prozesse zu führen und so, nicht gegeben ist, weil einfach auch nicht genug Arbeitskraft und Durchhaltevermögen auf finanzieller Seite von dieser Seite her gegeben ist. Das heißt, das ist etwas, was wir sicher stärken müssten. Ja? Also viel weiter, auch im Hinblick auf Offenheit, einfach dafür Geld zu sammeln oder in Institutionen zu gründen, die sozusagen diese zivilgesellschaftlichen Perspektiven auch in den großen politischen Zentren vertreten. Ja, und es gibt ja schon da kleine Ansätze und die agieren ja auch sehr geschickt und vernetzen sich untereinander, aber es sind doch immer wieder nur Einzelpersonen, die dagegen eine Übermacht von Lobbys, wenn man halt in diesen Städten wie Washington oder Brüssel spazieren geht und man geht sozusagen durch diese Straßen, wo ein Lobbybüro nach dem anderen ist, versteht man das dann. Und dann kann man verstehen, warum diese kleinen, auch sehr gut vernetzten und flexiblen und agilen Gruppen halt auch sich sehr schwer tun, dagegen anzukommen. Aber ich meine, man sieht ja auch Erfolge, das muss man auch mal sehen. Also zum Beispiel, ich meine, wieder ein heißes Thema, aber es gibt immer wieder gewisse Bereiche, ich denke jetzt an Softwarepatente oder so, wo man einfach sehen konnte, dass ein bürgerliches Engagement einfach auch zumindest einmal was verzögert oder stoppt oder so, ja? Bevor etwas eintritt. Also ich denke, man darf da wirklich nicht so pessimistisch sein. Wenn man zu pessimistisch wird, dann kommt man da in, eben, da verliert man dann den Mut und glaubt, man muss dann immer diesen Angstmachern folgen. Da gebe ich dir völlig recht auch. Tatsächlich, es gibt viele Bereiche, die eigentlich ausreichend gesetzlich geregelt werden, theoretisch. Wenn da in England eine Celebrity an die Öffentlichkeit tritt und mit großer Wirkung und Aufmerksamkeit sich dafür einsetzt, dass es doch endlich Gesetze gegen ein Mobbing im Internet geben sollte, muss man darauf sagen, das ist nicht notwendig, weil es gibt Gesetze gegen Mobbing, egal wo es stattfindet, ob im Realraum, ob per welchem Medium auch immer und so auch im Internet. Wie gesagt, das Problem ist sehr oft die Rechtsdurchsetzung, das heißt, an die Leute heranzukommen. Und Aufmerksamkeit. Man muss ja auch Aufmerksamkeit generieren. Ne? Insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn manchmal ein paar Popsternchen solche Dinge sagen. Es müsste nur Ihnen jemand zuflüstern, was Sie denn besser verlangen sollten. Natürlich. Ja, wir müssen vielleicht die sozusagen Lobbys für die Bürger, für die engagierten Bürger, müssen mehr Popsternchen sozusagen zuflüstern. Befinden wir uns in einer Zeit, in der wir uns die Demokratie neu erkämpfen müssen und den Begriff überhaupt vielleicht neu denken? Das ist auch ein großes Thema. Also es wird ja auch immer noch sehr viel über diese Idee der Deliberation gesprochen und überhaupt der Art und Weise, wie in demokratischen Prozessen man sich beteiligen kann und soll und inwieweit Politik etwas ist, was von auch den Bürgern und Bürgerinnen selbst gemacht werden kann, nicht? Und ich glaube, also ich habe ja jetzt persönlich natürlich kein besseres Modell als die Demokratie. Ich weiß nicht, ob du eins hast. Also ich fällt mir jetzt irgendwie auf die Schnelle nichts ein. Ich hätte ein paar Ideen an der Demokratie. Ich glaube auch, man muss sozusagen ein bisschen schrauben. Man muss auch mal diese Idee
einer direkten Demokratie vielleicht noch einmal auch überdenken. Und da bin ich jetzt sicher die Letzte, die jetzt sagt, wir müssen alle online voten und die ganze Zeit über alles abstimmen. Sondern ich glaube, es gibt wesentlich mehr zu tun in einem wesentlich kleineren regionalen Denken. Das heißt, ich glaube, man muss stärken wieder so Räume, wo Menschen zusammenkommen können. Und dafür ist eigentlich die offene Wissenschaft ein ganz gutes Beispiel oder die offene Technologie, wo Räume geschaffen werden, wo auch Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel zusammenkommen, um, was weiß ich, zum Beispiel eine Technologie wie 3D-Drucker oder so einmal auch kennenzulernen und zu sehen, was sie da für Möglichkeiten haben, über zum Beispiel offene Lizenzen, sich, was weiß ich, was Lustiges. Eine Zahnprothese oder eine Waffe selbst zu drucken. Aber sozusagen, es gibt da schon ganz viele, es gibt diese Modelle schon, ja, dass man irgendwie regional das Zusammenkommen und Aushandeln von Bevölkerungsgruppen stärkt. Und ich glaube, anstelle von diesem ständigen Makroblick, den ja uns die Statistik übrigens auch natürlich ständig mit weiterverkauft in der Politik, müsste man wesentlich mehr und wesentlich regionaler denken in der Politik und in der Demokratie. Das heißt, es geht darum, in Grätzeln gewisse Themen aufzugreifen, Sachen zu verändern, einfach eine Art Zusammenhalt in der Gesellschaft auch wieder neu zu denken. Ich glaube, das ist wesentlich wichtiger und das würde ich unter direkter Demokratie verstehen, als irgendwelche Online-Tools und Auswertungen und was weiß ich, ständiges Abstimmen über irgendwas. Abstimmen ist sowieso überhaupt, ich muss sagen, Abstimmen steht zu den schwierigsten Dingen. Und wie wir wissen aus der Sozialwissenschaft, ist es natürlich so, auch immer, wie die sozusagen Frage formuliert ist und was einem für Alternativen zur Verfügung stellen, ist natürlich sowieso sehr prägend für das, was man dann tut in dem Moment. Aber das ist ein Punkt. Also ich würde tatsächlich auch ansetzen, unter anderem bei den Designs der Abstimmungen, bei der Systematik von Abstimmungen. Aber das heben wir uns für einen. Ja, genau. Und ich meine, grundsätzlich gegen Wahlen habe ich gar nichts. Ja? Also das meine ich jetzt nicht. Ich meine eher so diese ganzen Idee von Volksbefragungen und so. Das habe ich jetzt damit gemeint. Ja. Und du siehst Chancen, dass es sich in diese positiven Richtungen entwickeln könnte. Ich sehe Chancen, weil ich bin natürlich, ich komme von einer guten Seite her. Ich bin jetzt aktiv in dieser Open Science Bewegung und ich sehe, was sich da alles tut und lebe da in meiner glücklichen Filterblase, ja? und sehe, dass da einiges möglich ist. Deswegen bin ich positiv gestimmt und ich sehe da irgendwie eine rosigere Zukunft, als es vorher war. Ja? Aber ich kann das natürlich nicht automatisch eins zu eins in andere Segmente übersetzen. Aber ich denke mir, also was man jetzt so sieht, zum Beispiel jetzt war, also es gibt ja auch so diese Plattformen im Internet, wo Leute sich zu gewissen Themen finden können und dann was organisieren. Zum Beispiel Zero Waste war vor kurzem so ein Thema in Wien, ja, wo irgendwie Leute, die sich einfach dafür interessiert haben, getroffen haben und so weiter und so fort. Also da ist schon einiges möglich, glaube ich. Aber ich habe sozusagen, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ab jetzt wird's besser und hurra. Und ich glaube, es ist viel Arbeit. Und ich glaube, es ist viel Arbeit auf ganz kleinem regionalen Level, auf sozusagen größer regionalen Level und dann auf sowas wie einem europäischen Level. Und das muss man irgendwie verbinden. Nicht einfach. Es ist und bleibt also spannend. Dennoch danke ich dir, Katja Meyer, für diesen Lichtblick am Ende einer bisweilen etwas dunklen Sendestunde. Idealism prevails. Make the world a better place.